Hi, wir waren im Sommer 2021 mit einem T3 und einem Fiat Ducato im Baltikum unterwegs. Was wir alles so erlebt haben, seht ihr in diesem Video. Unsere Route führte uns von Süddeutschland aus über Dresden nach Breslau in Polen und von da aus weiter über Litauen in die Hauptstadt Lettlands Riga und schließlich bis nach Tallinn in Estland. Bevor wir dann mit der Fähre wieder zurück nach Deutschland übersetzten. Mein Name ist Felix und das hier ist die Serena. Hier kommen die Eltern. Hallo. Nochmal so fahren. Sehr gut. Oh nein, echt? Scheiße. Grüß Gott. Hi. Nachdem Mama und Papa nach Motorproblemen auch endlich in Dresden angekommen sind, haben sie sich auf den Platz neben uns gestellt. Als dann alles aufgebaut war, ging es auch schon gleich weiter in die Stadt. Wir schauten uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie die Semperoper und den über 300 Jahre alten Dresdner Zwinger an. Danach trieb es uns ans Elbufer, um uns mit einem kühlen Bier zu erfrischen. Wie man sieht, tat das hier wirklich sehr gut. Danach ging es leicht angeschwipst wieder Richtung Campingplatz zurück. Denn am nächsten Tag sollte es schon weiter Richtung Polen gehen. Wir fahren jetzt weiter. Wo fahren wir hin? Nach Breslau. Das ist nicht so nah. Okay, sorry Serena, aber los geht's. So. Weiter geht's. Hä? Weiter geht's. Erst einmal tanken hier in Kolanski, war schon mal nicht so toll. Aber ist gut gegangen. Passt sehr gut. Nach dem Tanken kamen wir weiter gut voran und trafen gut eine Stunde später in Breslau auf dem Campingplatz ein. Nach der tollen Straßenmusik erkundeten wir Breslau und gingen am frühen Abend lecker essen. Natürlich hat sich die Flasche Wein perfekt zum Käse ergänzt.
Im Dunkeln zeigte sich Breslau dann nochmal von seiner gemütlichen Seite. Genug für einen Tag, nun ging es mit der Tram wieder Richtung Campingplatz. Geh mal. Ja. Der nächste Morgen begann bei uns etwas später. Wir schliefen aus und frühstückten bei bestem Wetter. Dann aber schnell wieder in die Tram. Schließlich wartet das Boot nicht auf uns. So hört es sich übrigens an, wenn ein 30 Jahre alter Diesel startet. Unsere Zeit in Breslau ging zu Ende und so machten wir uns weiter auf den Weg Richtung Osten. So sieht es in Polen aus, wenn man am Arsch der Welt auf einen Stellplatz fährt. Billig! Und wenn man mal ein Auge bei der Hygiene zudrückt, kann man hier wirklich traumhaft am Fluss stehen. Zur Feier des Tages gab es erstmal Tortellini mit leckerem Salat. Was machen wir? Wir fahren heute nach Litauen. Wir sind kurz vor der Grenze, also ungefähr noch, würde ich sagen, 25 Kilometer. Ja, die Straße ist inzwischen viel leerer geworden. Es ist ein Traum zum Fahren. Kaum LKWs, kaum andere Leute. Also Polen wirklich hat mich positiv überrascht. Jetzt sind wir kurz vor Slowakia, ist das Kaff. Und schauen wir mal, ob wir bald mal Mittag machen können. Ne? Ich habe schon gegessen. Sven hat schon gegessen. Der Lange hat drei Salami-Sticks und einen Smoothie für den ganzen Tag. Ich habe richtigen Hunger. Und nach Kaunas wollen wir heute. Nachdem uns Polen wirklich positiv überrascht hat, ging es weiter nach Litauen über die Grenze. Litauen. Von einem schönen Ort zum nächsten. Der erste Campingplatz in Litauen hat uns wieder mit einer einzigartigen Idylle und Ruhe überrascht. Und für die, die es nicht wussten, so wie ich, dank der Zeitverschiebung wird es jetzt auch eine Stunde später dunkel. Auf dem Campingplatz und genießen da die schöne Aussicht aufs Wasser und das schöne Wetter. Genau, und morgen geht es dann auch schon weiter nach Riga. Und genau, wir stoßen jetzt nur noch auf ein Gläschen Wein an. Na dann Prost! Hoffen wir mal, dass es bei einem Gläschen geblieben ist.
Weiter ging die Fahrt einmal durch Litauen mit einer Mittagspause an der Grenze und dann in die Hauptstadt Lettlands, Riga. Riga hat uns vor allem mit seinen vielen Kirchen überrascht. Ich glaube, nach der 6. Kirche im Umkreis von 500 Metern habe ich aufgehört zu zählen. Auch der Zentralmarkt, wie er auf Deutsch heißt, bot uns Gemüse zu unschlagbaren Preisen. Abends gab es dann Bier und Burger. Die Rolle haben übrigens nicht nur meinen Papa fasziniert, sondern vor allem auch die Sirena. Nach 2 Tagen in Riga schlug das Wetter um und wir entschlossen uns, weiter Richtung Norden nach Estland zu fahren. Unser erster Stopp in Estland war dann Pärnu, eine Stadt gut 60 Kilometer von der Grenze entfernt. Und der Himmel hielt an diesem Abend noch eine Überraschung für uns bereit. Aber seht selbst. So ungefähr 130 Kilometer vor Tallinn und sind jetzt auf dem sogenannten Solar Camping Park. Ist ganz schön, das Wetter war die letzten Tage ein bisschen schlecht. Wir sind jetzt ungefähr 2000 Kilometer schon gefahren und ja, mal schauen. Wir werden sehen, wie sich der Urlaub weiterentwickelt. Bis jetzt war es sehr schön, hat mir gut gefallen. Weit zum Fahren, aber tolle Länder, auch gerade Polen hat mich wirklich begeistert. Der Solar Caravan Park ist auch wieder eine echte Empfehlung. Ich habe selten auf einem Campingplatz dermaßen saubere und moderne Toiletten und Duschen gesehen. Weiter geht's ans insgeheime Ziel dieses Urlaubs, Tallinn, die Hauptstadt von Estland. Wir fuhren auf einen Campingplatz gut 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, aber mit dem Zug ist das alles kein Problem. Wunderschön. Ja, finde ich auch.
Als nächstes ging es weiter Richtung Süden auf die Insel Himua. Bei bestem Wetter warten wir auf die nächste Fähre. Scheiße, wo muss ich hin? Den richtigen Weg haben wir dann relativ schnell gefunden. Auch konnten wir das erste Mal so richtig Schotterstraße fahren, was besonders mich echt gefreut hat. Auch standen wir an diesem Abend das erste Mal wild in einer kleinen Bucht. Auch wenn der Wind wirklich eiskalt war, so war es doch schön, endlich mal allein in der Natur zu stehen. Am nächsten Morgen brachen wir auf, um die Insel zu erkunden. Himua ist mit einer Fläche von knapp 1000 Quadratkilometern und nur 11.000 Einwohnern sehr ruhig. Es kommen uns aber immer wieder andere Touristen entgegen. Die Serena geht das erste Mal ins Wasser diesen Urlaub. Erstes Mal Ostsee, oder? Ja. Wäre mir zu kalt, aber was muss, das muss, ne? Tja, dafür bin ich nicht krass genug. Da bleibe ich lieber beim Filmen. Das RMK in Estland. Sehr, sehr schön. Jetzt gibt es erstmal ein Bierchen. Hier stehen wir. Solarantrieschne vorne dran. Super Ding. Solardusche auf dem Dach. Wir wussten es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das sollte der letzte Tag auf der Insel gewesen sein. Das Wetter schlug um und wir setzten wieder zum Festland über. Auch bedeutete dies, dass wir uns langsam wieder auf den Heimweg machen mussten. Und zu allem Überfluss fing auch noch das Getriebe des Busses an zu streiken. Ja, so trockene Klamotten, wenn du zwei Tage durch bist. Da hat es wirklich den ganzen Tag nur geregnet. So schaut das Auto aus, wenn man unbefestigte Straßen in Lettland fährt. Nach zwei Tagen Dauerregen. Nach einer Nacht im Landesinneren fuhren wir weiter an die Küste nach Lettland, von wo aus wir mit der Fähre wieder nach Deutschland übersetzen würden.
Dafür hatten wir aber noch Zeit, die letzten Tage zu genießen und die alten Festungen an der Küste zu besichtigen. Tut's gruselig hier, hey. Wahnsinn, schau das mal, das sind alle von Kindern, Felix. Boah. Selten habe ich so viele besoffene LKW-Fahrer gesehen wie auf der Fähre von Lipaja nach Travemünde. Nach 27 Stunden trafen wir dann wieder in Deutschland ein. Jetzt aber schnell in die nächste Werkstatt. Daheim in Deutschland. So, VW-Bus, entweder Kupplung oder Getriebe kaputt, haben wir jetzt rausgefunden. Ja, ADAC holt das Auto, bringt es zu mir heim und dann sehen wir weiter. Wir fahren es hoffentlich dann, wenn wir es irgendwie schaffen, ein ADAC-Auto zu bekommen. Mit dem ADAC-Auto heute noch fast 900 Kilometer nach Hause. Super spaßig. Ja, ein Auto haben wir dann noch bekommen. Auch die 900 Kilometer sind wir dann noch bis nach Hause gefahren.